بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mein Name ist Jakub. Ich bin Talib al-Ilm in Mauretanien und ich möchte euch zeigen, wie das Leben hier in Mauretanien ist. Inshallah, vor allem das Leben eines Talib al-Ilm. Die Amtssprache hier in Mauretanien ist Arabisch. Der arabische Dialekt, der hier auf den Straßen gesprochen wird, heißt Hassaniya. Er ist relativ nah an Hocharabisch, aber ist natürlich auch, wie alle anderen Dialekte, gewöhnungsbedürftig. Es gibt verschiedene Stammessprachen, die hier gesprochen werden, wie Polar, Wolof, Bambara, Sonike. Aufgrund der Kolonialisierung Frankreichs sprechen sehr viele Leute auch Französisch, vor allem die Leute, die ja, in den höheren Schichten leben und Schulen besuchen. Aufgrund dessen, dass viele Leute noch in der Wüste leben und nicht registriert wurden, weiß man die genaue Anzahl der Einwohner Mauretaniens nicht. Aber man schätzt die Einwohner auf ca. 4,7 bis 5 Millionen. Und hier die Hauptstadt, in der wir uns befinden, leben mehr als 1 Million Einwohner. Mauretanien besteht zu 80% aus Wüste. Es ist ein Wüstenland. Und ja, als Europäer, ja, ist es eigentlich immer warm. Wenn man sich an die Temperatur gewöhnt hat, dann kann es in den Wintermonaten schon sehr frisch werden. Dann hat man auch den Drang dazu, sich ein bisschen wärmer anzuziehen. Aber generell, wie gesagt, als Europäer ist die Temperatur immer sehr angenehm. In den Wintermonaten kann es öfter mal regnen. Oft heißt ca. 4 bis 10 Mal im Jahr, das unterscheidet sich. In meinem ersten Jahr hier in Mauretanien hat es ungefähr 10 Mal geregnet. In dem zweiten Jahr war es weniger, 4 bis 5 Mal. Und ja, es ist immer heiß trocken. Also die Temperatur ist sehr heiß trocken. Und es kann in den Sommermonaten, ist die Durchschnittstemperatur ca. 40 bis 45 Grad. Es kann auch 50 Grad erreichen. Die schwierigsten Tage, also die anstrengendsten Tage, sage ich mal, sind die Tage, wo es sehr heißen Wind gibt, wo der Wind sehr stark bläst und der Wind auch sehr heiß ist. Dann kann man sich sozusagen vor der Hitze nicht verstecken und überall ist es trocken und man verspürt ständig einen sehr starken Durst. Das passiert im Jahr auch 3 bis 4 Mal. Und abgesehen davon, nach dem Asr-Gebet bis zum Morgen, bis ungefähr 2 Stunden vor Dhuhr, das ist hier ungefähr 12 Uhr, ist die Temperatur eigentlich immer sehr angenehm, ist auszuhalten. Wenn die Sonne anfängt zu drücken, so ab 12 Uhr, 2 Stunden vor Dhuhr ungefähr, bis zum Asr-Gebet, da ist die Sonne, ja, man spürt die Sonne schon sehr stark. Das Atmen ist schwerfälliger. Und ja, das ist es eigentlich. Also es ist auszuhalten. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist nicht unerträglich. Noch vor einigen Generationen bestand Mauretanien aus einfachen Beduinenstämmen, die herumgereist sind. Momentan sind eigentlich alle sesshaft geworden. Und ja, seit 1960 ist Mauretanien ein unabhängiges Land. Davor war es eine französische Kolonie. Vor der Kolonie hieß Mauretanien Dawlatul Murabitin. Wenn man sich darüber erkundigen möchte, kann man das ja tun. Dawlatul Murabitin, das Land der Murabitin. Das Leben hier ist relativ einfach. Viele Leute leben noch in Zelten. Jetzt hier in der Hauptstadt weniger, aber selbst hier in der Hauptstadt findet man viele Leute, die in Zelten oder in zeltähnlichen, ja, Strukturen leben. Und ja, die Kleidung und das Essen ist alles sehr einfach. Wenn man beispielsweise ältere Klamotten trägt,
Secondhand oder Thirdhand Klamotten trägt, das interessiert hier eigentlich wenig. Also es ist hier, auf Klamotten wird sehr wenig geachtet, wenn die Kleidung auch irgendwie irgendwelche Flecken hat, ein bisschen dreckig ist. Das realisiert hier niemand, darauf schaut niemand. Das Essen ist auch sehr simpel. Das Essen, man sagt hier, wenn man essen möchte, wenn man verschiedene Gerichte ausprobieren möchte, dann muss man in den Ausland gehen, dann muss man Mauretanien verlassen. Die Leute hier, die essen ständig, jeden Tag das Gleiche. Und das hat auch nichts mit der Schicht zu tun. Ob arm oder reich, morgens isst man meistens, also generell Weißbrot, mittags Reis und abends Nudeln. Einfach Reis, also man kocht einfach Reis und isst, das ist Reis und Nudeln. Man kocht einfach Nudeln und isst Nudeln. Gut, wenn man in höheren Schichten lebt, dann gibt es meistens einige Hinzufügungen, beispielsweise Brot mit Honig oder Reis mit Fisch oder Nudeln mit Hähnchen. Aber generell ist das Essen ja dasselbe. Ja. Die Transportmittel, die verwendet werden, sind sehr rustikal, teilweise. Natürlich, man findet hier in der Hauptstadt vor allem noch sehr, also viele Autos, die mehr oder weniger eigentlich auf dem Schrottplatz gehören. Aber ja, selbst hier in der Hauptstadt findet man immer noch Leute, die mit Eseln unterwegs sind oder mit Kamelen. Das ist hier nichts Besonderes. Mauretanien ist bekannt für die Weitergabe des islamischen Wissens. Hier gibt es eine sehr alte Tradition, wie Wissen weitergegeben wird. Die Signifikanz dabei liegt beim Auswendiglernen. Hier wird einfach alles auswendig gelernt. Ob Koran, Hadith, Fiqh, Tafsir, egal, alle möglichen Mutun werden hier einfach auswendig gelernt wie Koran. Der bekannteste Alim, der heute vor allem noch lebt, Allah möge ihn beschützen, ist Sheikh Muhammad Hassan Ad-Daddaw. Man sagt, er hat ungefähr 200 Bücher auswendig gelernt. Manche sagen mehr, ich habe gehört, manche behaupten ca. 220 Bücher. Und ja, Mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala möge ihn beschützen. Prozent der Einwohner Mauretaniens sind alles Muslime, des sunnitischen Islams zugehörig, Alhamdulillah. Und ja, hier in Mauretanien wird hauptsächlich die melikitische Rechtsschule praktiziert. Wir sind hier in Arafat. Nouakchott heißt die Hauptstadt. Das Viertel heißt Arafat. Nouakchott hat ungefähr 9 Stadtteile. Aber aufgrund dessen, dass die Stadt sehr schnell wächst, sehr rapide wächst, ist das Ortsverständnis und das Viertelverständnis, ja, das ändert sich mit der Zeit immer wieder. Aber grundsätzlich kann man Nouakchott in 9 Stadtteile aufteilen. Ja, wir sind hier in Arafat. Man kann hier auch Merkez Taqwini Ulama sehen, die Madrasa von Sheikh Daddaw. Und inshallah werden wir in naher Zukunft Videos machen und euch zeigen, wie das Leben im Merkez ist. Der Bruder hinter der Kamera, mashallah, ist auch Student im Merkez und studiert seit 8 Jahren hier in Mauretanien. Mashallah, ein sehr fortgeschrittener Talib. Und mashallah, sind sehr, sehr starke Tolaba. Und naam, inshallah, in naher Zukunft werdet ihr dann mehr sehen, inshallah. Jazakallahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.